Und damit willkommen zurück zu einer neuen Folge Police Simulator. Ja, in der letzten war einiges los. Wir haben ordentlich Punkte gemacht. 1089 in einer Runde. Bis jetzt das Maximale, was ich geschafft habe. Aber allerdings nur durch Glück, dass dieser Bug entstanden ist, dass die Autos immer wieder reingefahren sind. Diesmal bin ich dabei nicht gestorben. Deswegen habe ich auch die volle Punkte mitgenommen. Richtig nice. Und jetzt schauen wir mal. Irgendwie macht mir wirklich Fußstreife mehr Spaß, ne? Vor allem, wenn ich Strafzettel ausstellen muss. Deswegen nehme ich auch eine Fußstreife. Aber jetzt kommt Radarkontrolle. Nein! Strafzettel, wunderbar. Wunderbar. Wenn ich jetzt noch einen schönen Verkehrsunfall habe, der auch so buggy ist, ist alles geil. Alles geil. Wir gucken mal. Wir nehmen jetzt erstmal ein paar Strafzettel, glaube ich, geben wir jetzt mal ab. Da haben wir schon mal den ersten Verbrecher. So, wunderbar, der kriegt direkt einen mit. Huch, hallo. So, keine Stellfläche. Zack. 21, gut. Ja, der darf da parken. No parking on Friday. Ja, der darf doch nicht parken, okay. Und hat auch keine Parko. Okay, alles klar. Der will's wissen. Einmal Parko abgelaufen. Dann darfst du einmal... Unterstützung. Wer kann helfen? Ja, warte, das mache ich. Das nehme ich auf jeden Fall an. Warte, 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 warte. Ich übernehme das. Ihre Karte ist aktualisiert. Was? Ach so, ja. Zur Position der verdächtigen ja, Person. Okay. So, Halteverbot. Bin ich jetzt mal gespannt. Das erste Halteverbot Strafzettel, den ich aus... Was? No parking. Ah, nee. 8 am. Ist alles gut. Zwischen 8 und 12 Uhr an einem Freitag darf doch hier nicht geparkt werden. Ich verstehe es nicht. Okay, mach was du willst. Mach was du willst. Ich muss die gesuchte Person finden. Das gibt nämlich auch immer schön Punkte, habe ich gesehen. 200 noch was haben wir bekommen beim letzten Mal. Mal gucken, ob wir auch diesmal so viele Punkte bekommen. Ich sehe mich jetzt nach der gesuchten Person um. Ey, die ist bestimmt gerade an mir vorbeigelaufen. Ne, die hat einen Dreh, hier so ein Tanktop-mäßiges Ding an. Da ist eine, die könnte das sein. Darf ich jetzt einfach so hier rüberlaufen? Hallo, ich bin im Einsatz, gesuchte Person. Nee, sie ist das nicht, die ist zu... Nee, sag ich doch, das ist sie nicht. Was ist denn hier überhaupt los? Was ist los? Warum so voll hier? Leute, was ist mit euch? Du bist es auch nicht, hast du Glück gehabt? Oh, der letzte ist mir voll in die Arme gerannt, ne? Na, hast du Glück gehabt. Nee, du bist es auch nicht. Ja, das war mir schon klar, dass sie es nicht ist. Ich wollte nur mal gucken. Da auf der Seite noch jemand? Irgendwie? Gerade jemand rübergerannt. Was ist denn hier los eigentlich? Was macht ihr denn hier? So könnt ihr doch nicht fahren hier. Holy shit, ihr übertreibt ja komplett. Da haben wir eine mit... Oh, ich muss immer so ein bisschen aufpassen, dass ich keine Strafpunkte bekomme. Aber sie ist es nicht. Sie ist es auch nicht. Hier sitzt noch jemand. Hat aber einen Zopf, ist es auch nicht. Da taucht jemand aus dem Nichts auf. Hat sich einfach mal dahin teleportiert. Oh, hier bin ich falsch. Oder es wurde aktualisiert. Ja. Okay, dann ist sie... Ach, jetzt wechseln da noch so viele rüber. Aber keiner... Ach Mist, ey, das ist ärgerlich. Den letzten habe ich da wirklich schnell gefunden. Und jetzt hinke ich hier ein bisschen hinterher. Warte. Da stehen viele ineinander. Das sieht auch nicht so aus, wenn das da eine ist.
Ich gucke mal, wie weit ich laufen kann. Bevor wieder kommt, dass ich zurück muss. Weil es kann ja auch sein, dass sie irgendwo hier drin ist. Hier ist eine mit dem Trägertop. Ist sie aber nicht. Hier ist eine, das ist sie auch natürlich nicht. Natürlich nicht. Vielleicht eiert sie nämlich hier im Park rum. Weil guck mal, bis hierhin zählt das auch noch. Das heißt, die andere Seite könnte sie auch noch irgendwie herumlaufen. Oh, schwierig. Aber ich komme hier irgendwie nicht in den Park hinein. Unüberwindbare Mauer. So, wo haben wir die Verbrecherin denn jetzt hier? Ja, das ist das erste Mal, dass ich es gesehen habe, die Umweltverschmutzung. Du hast beobachtet, wie ein Zivilist Abfall auf den Boden geworfen hat. Lass uns die Person wegen Umweltverschmutzung festhalten. Du entscheidest, ob diese Person einen Strafzettel ausstellen, es bei einer mündlichen Verwarnung belassen möchtest. Was? Ach, ob du dieser Person einen Strafzettel machen willst. Zack, hier, pass auf. Verstoß. Umweltverschmutzung, Strafzettel, das bitteschön. Das gibt einen Strafzettel für das Wegwerfen von Müll. Etwa $25 Bußgeld. Ich dachte nicht, dass das so teuer wird. Das ist Frust, weil ich die nicht finde. So, tschüss. Nee, du bist das nicht. Das könnte sie sein. Hallö. Ich möchte mal scharf... Halt! Polizei! Wofür habe ich denn eigentlich die echte Waffe? Darf ich Ihren Ausweis sehen? Wofür habe ich die? Ja, klar. Hier ist er. Kommt da noch was mit? Kommt da noch irgendetwas mit, dass ich da irgendwie... Pass auf, ich schlepp dich jetzt einfach schon mal ab, ne? Offener Haftbefehl, weg mit dir, zack. Gegen Sie liegt ein Haftbefehl vor. Keine Lust jetzt zu durchsuchen und sowas. Was? Was? Neue Informationen. Der vermutliche Aufenthaltsort der gesuchten Person wurde auf ihrer Karte aktualisiert. 185 diesmal, nur weil es so lange gedauert hat bestimmt, ne? Oder weil ich sie nicht durchsucht habe, eins von beiden. Okay, gehen wir mal weiter. Ein paar Strafzettel, diesmal nicht so viele Punkte. Ja, das sehe ich schon kommen. Valiant. Valid. 21, es sieht auch gut aus. 21, sieht gut aus. Okay. Hier stehen nicht so viele Autos rum. Aber kann ja auch nicht, weil die ganze Zeit da an der einen Kreuzung festhängen. Ist klar, dass hier leer ist. Ich weiß nicht, ob es da irgendwas umsonst gibt. Ich habe da nicht mitgekriegt. 21. Abgelaufene Parkuhr. Zack. Zack. Ich möchte da wenigstens noch ein paar schöne Bonuspunkte aushandeln. Das wäre schön. Obwohl das eigentlich gar nicht so viel gebracht hat, ne? Wenn man jetzt mal ehrlich ist. Ich hatte 1089 verdient. Punkte. Und habe 200 nochmal extra bekommen. Mal als Bonuspunkte quasi. Und irgendwie 5% oder so in der letzten Folge wurden mir dann abgezogen. 21. Was? Abgelaufen? Richtig gesehen. Das ist dann gar nicht so viel. So, und du kriegst direkt nochmal einen dran wegen Position, Ausrichtung, zu weit auf der Fahrbahn. Verkehrskontrolle wäre schön. Ich möchte wieder eine Verkehrskontrolle haben. Oh, das wäre ein Träumchen. Hallo, nicht stehen bleiben. Immer weiter, immer weiter, immer weiter. Immer weiter. Unterstützung angefordert. Ich kümmere mich darum. Wo ist der? Ah, hier. Na, geh mal über Rot. Mach mal. Mit ganz viel Glück haben wir nämlich jetzt wieder so eine Stelle, wo alle Leute reinrasseln. Bin ich mal gespannt. Zwei Autos betroffen, okay. Hallo, grüß dich. Ich bin wohl nicht wirklich gut gefahren. Tut mir leid. Ja, bei mir brauchst du nicht entschuldigen, mir ist halt relativ. Aber für... Oh nee, jedes Mal. Jedes Mal. Ja, ich kann ihren Führerschein leider nicht sehen. Ich habe was im Auge. Warte, Moment. Komm mal rum. So, nochmal bitte. Den Führerschein und wenn möglich den Versicherungsschein mit. Bitte schön, Officer. Sieht sehr gut aus. Ich rieche Alkohol. Ja.
Jedes Mal, wenn das da steht, war bis jetzt, glaube ich, gar nichts, oder? Na doch, diesmal ja. Knapp drüber, knapp drüber. Hast du gut gemacht. Ja, klasse. So, ich kontrolliere mal eben kurz. Ne, warte, ich brauche noch die Daten deines Autos einmal. Der Bericht ist ausreichend. Gültig, gültig, nein, gültig, ja, nein, nein. Okay. Hallöchen, die Frau, Dame hier. Ich habe geblinkt. Ich habe alles richtig gemacht. Das freut mich. Ich habe geblinkt. Alles richtig gemacht. Gut, habe ich auch geschrieben. Den Führerschein und wenn möglich den Versicherungsschein, bitte. Na, diesmal ist es nur ein kleiner Unfall leider hier. Obwohl der Taxifahrer da hinten ziemlich drängelt. Oh nee, der steht sogar draußen, sehe ich gerade. Wunderbar. Dann gehört er dazu. 21 und 2020 ist abgelaufen. Kriegst du direkt einen dran, weil die Versicherungspapiere abgelaufen sind. Sie bekommen einen Strafzettel wegen Fahrens ohne Versicherungsschutz. Sie vermiesen mir den Tag. Ich glaube, der ist schon vermiest genug, ne? Habe ich jetzt schon Drogentest und Alkoholtest gemacht? Oh, ich bin so vergesslich. Nee, habe ich noch nicht gemacht. 0,00002. Drogentest noch einmal. Ja, sieht doch gut aus. Ne? Bis später. Ich komm noch mal. Komm noch mal. Nee, der steht doch nicht. Das sah aber gerade so aus, ne? Okay, reicht schon. Ist ja egal, da gibt es ja nicht mehr Punkte für. Hier, Ihr Unfallbericht. Gut und ausführlich dokumentiert. Ach, ich habe sie nicht überprüft, danke, aber kann ich noch machen, gar kein Problem. Ah, Zulassungsstatus ist nämlich ungültig, der Versicherungsstatus ist ungültig. Dafür hat sie ja schon einen Waffenschein und offenen Haftbefehl hat sie auch. Das heißt, sie bekommt jetzt erstmal nochmal einen dran, weil sie ein abgelaufenes Kennzeichen hat. Ich stelle Ihnen einen Strafzettel wegen des Kennzeichens aus. Das wird zwischen 50 und 250 Dollar kosten. Ich dachte nicht, dass das so teuer wird. Ja, das wird noch schlimmer für dich, ne? So, und dann kriegt sie nämlich nochmal einen dran, weil wir einen offenen Haftbefehl gegen sie haben. Gegen sie liegt ein Haftbefehl vor. Bitte gehen Sie auf den Bürger. Bitte, Officer. So, dann kann ich den schon mal abschleppen lassen. Abgeschleppt werden. Schicken Sie mir einen Abschleppwagen an meine aktuelle Position. Warum steht er da? Ist er doof? Natürlich, er wird in Kürze bei Ihnen sein. Okay. Ich fasse, wir haben Fehler gemacht. Hier ist Ihr Unfallbericht. Das ist ein genauer Bericht. Vielen Dank. Ich muss Sie festnehmen wegen Fahrens unter Alkohol. Warum steht er da? Bitte gehen Sie auf den Ich kann jetzt auch keinen mehr festnehmen, ne? Ich habe keine Handschellen mehr. Was? Was mache ich denn da? Wäre aber auch mal interessant herauszufinden, ne? Schicken Warum Sie mir steht einen der? Abschleppwagen an meine aktuelle Position? Hallo, was ist mit dir? Willst du einen Strafzettel haben? Aha, okay, ja gut, dann deswegen steht er da. Der möchte einen Strafzettel haben. Der steht echt hier. Boah, ist der blöd. Ich habe Sie angehalten, weil Ihr Kennzeichen abgelaufen ist. Doch. Oh, doch. Den Führerschein und, wenn möglich, den Versicherungsschein, bitte. Bitte schön, Officer. Ja. Der war geschenkt. Der war wirklich jetzt geschenkt. Der kam wirklich... Oh, schön. Ich kann alles machen. Abgelaufen, kriegst du schon mal einen. Strafzettel wegen des abgelaufenen Führerscheins. Macht 75 bis 150 Dollar. Warum ist das so teuer? Warte mal. Wird noch besser. Sie bekommen einen Strafzettel wegen Fahrens ohne Versicherungsschutz. Sie vermiesen mir den Tag. Warte, wird noch besser. Ich stelle Ihnen einen Strafzettel wegen des Kennzeichens aus. Das wird zwischen 50 und 250 Dollar kosten. Sie vermiesen mir den Tag. Schon wieder? So, und jetzt bitte einmal aufsteigen. Ich möchte nochmal einen Test machen. Und kommen Sie auf den Bürgersteig. Ich glaube, da hat man richtig gute Karten bei dem. Ah, nee, obwohl. Nee, schade. Okay, das geht. Das ist alles gut.
Das ist nicht der Bürgersteig, du Dulli. Obwohl, er schwankt ein bisschen, ne? Vielleicht habe ich Glück. Aber ich könnte ihn nicht festnehmen, weil ich keine Handschellen habe. Oh, der war geschenkt. Der war richtig geschenkt. Oh Mann, der hat ja alles. Boah, da, der steht aber auch nah an den Autos. Okay, ich spreche mal eben kurz mit der Zentrale. Ja, Zentrale, okay. Ja. Ah, guck mal, jetzt kann ich ihn nicht... Wie komme ich jetzt an Handschellen ran? Mit dem Auto wüsste ich es, ne? Ich gehe zum Auto und da kriege ich Handschellen. Aber jetzt bekomme ich keine Handschellen. Was mache ich da? Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Moment, ich muss mal eben ganz kurz, muss ich mal einfach mal... wo war das denn? Hier war das. Moment, ich frage mal eben die Zentrale. Haben wir hier irgendwo die Option Handschellen? Taschenlampe. Wofür brauche ich die Taschenlampe? In Kürze. Die Taschenlampe ist ein nützliches Gerät für den Polizisten im Dienst. Mit ihr lassen sich dunkle Ecken in der Stadt erhellen. Ein Spieler, der während der Nachtschicht eine Taschenlampe ausrüstet und einschaltet, erhält wichtige Intuitionshinweise bei der Interaktion mit Fußgängern und Fahrzeugführern. Aha. Manche wichtigen Hinweise können Spieler nur dann sehen, wenn ihre Taschenlampe eingeschaltet ist. Dazu gehören laufende Nase, gerötete Augen, Schwitzen, Nervosität, Blutung, Vermeidung von Augenkontakt, Zittern, gerötete Nase, grüne Krümel, also quasi für Cannabis, weißes Puder unter der Nase. Okay. Ich gucke jetzt mal eben irgendwie, ob ich irgendwas finde, was mit Handschellen zu tun hat. Kriminalitätskarte. Auf der Schichtauswahlkarte werden Gebiete mit hoher Kriminalitätsrate rot hervorgehoben. Wenn eine Nachbarschaft mit hoher Kriminalitätsrate für eine Schicht ausgewählt wird, erhält der Streifenpolizist die besondere Schichtmission Polizeipräsenz zeigen. Das hatte ich ja aber auch noch nie. Null. Moment, ich muss noch mal mit der Zentrale sprechen. Irgendwo muss es doch die Option irgendwie Handschellen geben, oder? Gibt es aber... Doch, da. Die Verhaftung einer Person erfolgt, indem diese Handschellen angelegt werden und ein Gefangentransporter angefordert wird. Die Verhaftung ist eine von drei möglichen Begegnungen zwischen Polizei und Zivilisten. Okay, okay, okay. Polizist kann jedermann Hinweise, Gegenstände bei sich trägt zum Beispiel. Die Einleitung einer Verhaftung durch Anlegen von Handschellen ist rechtmäßig, wenn die verdächtige Person, okay. Bei einer Verhaftung dürfen Verdächtige sich nicht entfernen und der Polizei ist angewiesen, die Person. Ja, aber wie kriege ich neue? Es ist immer erlaubt, eine rechtmäßig verhaftete Person und ihr Fahrzeug zu durchsuchen. Okay, okay, gut. Es ist immer erlaubt. Gut zu wissen. Okay. Fälle mit einem konkreten Anhaltspunkt zu verhaften. Tja, schade. Irgendwie finde ich da jetzt nichts. Da muss ich ihn ja wohl... Oder kann ich den abschleppen lassen? Ja, zumindest nehme ich ihn aus dem Verkehr, oder? Ein Auto muss abgeschleppt werden. Also das würde ich auf jeden Fall schon mal machen. An meine aktuelle Position? Natürlich, er wird in Kürze bei Ihnen sein. Ja, ich kriege dich leider nicht dran. Hast du Glück gehabt? Hast du echt Glück gehabt? Aber ich habe leider kein Handschellen mehr, deswegen muss ich dich leider laufen lassen. Das war's.
Sie können fahren. Einen schönen Tag. Ich kümmere mich. Ich teste das mal, ob ich das noch schaffe. Ich weiß es nicht, aber... Ich teste das mal eben noch. Ah, 54. Geht da eine Straße rein? Da geht eine Straße rein. Könnte sein. 180 bekommen. Okay, 500. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Ah, sollte ich die Person jetzt noch finden, was ich nicht glaube? Dann könnte ich so auf sie... Ah, 600 noch was kommen, denke ich mal eher. Ja, schaffe ich, schaffe ich. Schaffe ich, wunderbar. Ist es doch nicht hier auf der Straße? Ist es doch noch eine Straße weiter? Oh, kriege ich sie noch? Ich bin im Gebiet. Ich sehe mich jetzt nach der gesuchten Person um. Okay, wir sind im Gebiet. Wir sind drin. Wir sind drin. Absolut drin sind wir. Sind sowas von drin. Ihre Schicht ist um, Officer. Ja, ich muss aber... Ich hab... weiß Bescheid, ne? Ist sie das? Ist sie das? Das könnte sie sein. Ach, hat sie mich jetzt aber ausgetrickst. Ja, wenn die jetzt schnell läuft, wird sie überfahren. Hast du Glück gehabt. Warte. Halt! Polizei! Okay, das gibt auch Punkte. Wie oft kriege ich dafür Punkte? Halt! Polizei! Ah, zweimal sogar. Ihren Ausweis bitte. Ich wollte sie jetzt direkt mitnehmen. Hier ist der Officer. So, Miss Carter. Stella, grüß dich. Ja? Wir haben ein Problem miteinander jetzt, ne? Ich kann sie nicht verhaften. Oh, ist das peinlich. Entschuldigung, Miss. Oh Mann, ist das peinlich. Warten Sie mal hier. Ich hole einen Kollegen. Ach du Scheiße. Oh nee, ist das ärgerlich. Dafür kriegt er hier direkt hier. Gib ihm. Zack, keine Stellfläche. So, als Strafe. Schon allein deswegen kriegt er das. So, Bonuspunkte erhalten. Wunderbar, schön. Ja, ist doch gut. Hast du getönte Scheiben? Ja. Nee. Oh. Ach, so ärgerlich, so ärgerlich. Muss ein Kollege übernehmen. Zentrale, ne? Weiß Bescheid. Bleiben Sie mal da stehen. Da stehen Sie gut. Ich glaube, den hatte ich schon, ne? Den Wagen hatte ich schon. Oder ist er das gar nicht? Huch. Oh, pack das weg. Also wenn sie jetzt schon da noch neue Sachen drin haben, wie die Taschenlampe und so weiter, ne? Die habe ich ja noch nicht. Das heißt, da könnte noch einiges kommen. Und ich hoffe auch, dass einiges kommt. Denn jetzt wird es langsam aber sicher langweilig, weil man immer wieder das Gleiche nur hat. Das ist dann immer so ein bisschen so das Problem bei den Simulationen, ne? Dass das irgendwann ja immer wieder gleich ist, ne? Leider. Aber wenn sie ja dann wirklich noch irgendwie was dran machen, kann es natürlich sein, dass da noch richtig ordentlich, ja, was Schönes kommt, ne? Das wäre richtig nice. Zack, da hat jemand eine Flasche weggeworfen, ne? Muss hier rüber. Wo ist denn meine Station? Und wir haben ja auch zum Beispiel noch keine Leute, die irgendwie Drogen gehandelt haben oder sonstiges. Habe ich auch noch nicht gesehen. Und diese Aufgabe mit der Polizeipräsenz zeigen, habe ich auch noch nicht gehabt. Keine Ahnung. Die Bereiche sind bei mir gar nicht so markiert, glaube ich. Ich guck mal in der nächsten Folge. Also hier auf jeden Fall, wenn ich die Karte mir anschaue, sind die... Nee, das wird wahrscheinlich jetzt die Person sein, die da, die gesuchte Person, die immer noch da steht. Ja, aber normalerweise werden wahrscheinlich dann hier die Bereiche... Ja, wahrscheinlich wirklich so die Bereiche dann rot sein. Und das ist bei mir, glaube ich, noch gar nicht vorgekommen. Oder ich habe es voll übersehen und nicht drauf geachtet. Oder das kommt erst, wenn ich wirklich alles freigeschaltet habe.
I don't know. Neue Informationen. Der vermutliche Aufenthaltsort der gesuchten Person wurde auf ihrer Karte aktualisiert. Jo, Miss, die Karte. Die gesuchte Person, ne, die steht auf der Straße, ne? Die ist bereit zum Abholen. Die wurde fast getasert, ja? Aber ich habe keine Handschellen mehr. Ich weiß nicht, wo ich Handschellen bekomme. Kann ich die hier irgendwo eigentlich auffüllen? Nö. Wofür ist die Waffe denn noch? Das interessiert mich echt mal. Es muss doch dann noch irgendwie Schießereien oder sowas geben, oder? Also die Möglichkeiten sind ja hier wirklich endlos, ne? Können endlose Möglichkeiten hier machen. Schießerei, Bandenkriminalität, Mord aufklären und so weiter. Also die Möglichkeiten bestehen da ohne Ende. Diesmal leider nicht so viele Punkte. 600 ist noch in Ordnung. Wenn ich jetzt nochmal die in der nächsten eine mit 1000 schaffen würde, wäre das richtig, richtig nice. Aber wir gucken jetzt mal. Wir sind ja jetzt sowieso mit Woche 7 ist dies beendet, ja? Sind wir auch durch mit. So, und wir haben Brixton. Können wir Brixton jetzt freischalten? Nein. Obwohl wir 14 von 14 haben, können wir Brixton noch nicht freischalten. Why not? Brixton ist der älteste Stadtteil in Brighton. Mit einer ruhigen, gelassenen Atmosphäre, dank der rustikalen Architektur. Ach, das habe ich schon gelesen, ne? Also wir haben hier alle Sterne, wir haben hier alle Sterne. Hiermit bin ich... Ach, guck mal eine an, das habe ich auch noch gar nicht gesehen. Also hier fehlt mir nur noch 30 Punkte, dann bin ich bei 8 von 10. Und bei 10 bin ich damit fertig und ich würde die Taschenlampe und die Notlichter freischalten. Also die wären in diesem Bereich, also die hätte ich jetzt eigentlich, hätte ich die schon längst freigeschaltet. Aha. Gehen wir mal in den Melting Pot. So, und jetzt haben wir das hier. Wir haben hier zum Beispiel keinen Bereich, der wirklich rot ist. Jetzt ist natürlich die Frage, was passiert, würde ich jetzt die ganze Zeit immer nur einen Bereich bespielen. Sagen wir, ich bin jetzt hier die ganze Zeit nur in North Point. Die ganze Zeit. Ob dann sich die anderen Bereiche rot verfärben? I don't know. Ich weiß es nicht. Okay, aber egal. Das werden wir, die nächste Schicht werden wir auf jeden Fall in der nächsten Folge machen. Also, bis dahin.